Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise mit mir, DF. Und wir waren... Wenn ich diese Ranken sehe... Ja, wenn ich sowas sehe, dieses Efeu, dann denke ich immer, da könnte ich hochklettern, weil manchmal kann man das. Aber in diesem Falle nein. Ich mache mal gerade bei mir selber die Musik ein bisschen leiser. Wir waren auf dem Weg nach Nies, also zurück. Auf den Rückweg. Ich mache euch mal platt, weil ihr schickt gerade den Weg. Okay, sie waren abseits des Weges, aber ich dachte, wir besiegen sie trotzdem mal. Ach ja, ich muss LT auf loslassen. Was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, dass wir jetzt auf dem Rückweg sind. Nach Nies. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sagen wollte. Auf jeden Fall, wir sind gerade auf dem Rückweg, weil da, wo sie uns hingeschickt haben, war ja nichts. Ja, deswegen sind wir auf dem Rückweg. Ich werde dich nicht vergeben! Dragon Swarm! First strike! Take this! You're done! Ich bin ein bisschen müde, obwohl wir erstens nicht so spät haben und zweitens ich eigentlich heute lang geschlafen habe. Keine Ahnung. Deswegen erwarte ich nicht, dass ich heute irgendwie so viel... was heißt heute? Also gerade bei dieser Aufnahme irgendwie so... überdreht bin, will ich sagen, aber ich bin halt nie überdreht. Aber irgendwie ein bisschen langsamer und schläfriger als sonst. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit mir. Das ist noch einer. Oder wie soll ich das sagen, dass ich nicht so hyperaktiv bin, war glaube ich falsch ausgedrückt, sondern mehr so redselig heute bin, aber in der letzten Zeit bin ich sowieso hier bei Tales of Arise sowieso ein bisschen ruhiger, bei den Kämpfen sowieso, weil ich weiß halt nicht, was ich während der Kämpfen sagen soll. Außerdem bin ich damit beschäftigt, zu überlegen, was ich gerade für Kombos benutze. Auch wenn ich oft nur diesen, wie heißt das, Drachenschwarm einsetze und dann ab und zu mal was anderes, bin ich trotzdem... Hallo, ich hätte gern den Großen weiterhin angegriffen, aber egal, dass das halt automatisch wechselt, weil er denkt, das wäre vielleicht gut, finde ich komisch. Ist, glaube ich, ein bisschen Overkill für den hier. Vielleicht macht mich weg. Sobald der Kampf aufhört, bin ich wieder am Reden. Ne? Voll komisch. Vielleicht weckt mich dieses Spiel ja auf. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Ein bisschen langsam. So im Kopf alles, aber auch so langsam. About damn time. Took long enough. But that's... Right. I can't wait. Head on over to the plaza. Was denn? What's going on? It seems busier here than before. Hey, look! Isn't that Bayfon over there? Ah, there you are. It seems I owe you all an apology. I'm guessing you didn't find the Lord back in the forest, did you? No shit, Sherlock. No, but something tells me you already knew that. That I did. Turns out I bit down on some bad intel when I should have known better. Apparently, Deadeye's not as trusting of me as I thought. But why would he feed you bad intel? My guess? He wanted me to lead you all astray. Make sure you weren't sniffing around where he didn't want you to be.
While you were off in the forest, I got word that one of our squads captured the Lord. Oh. The place wasn't even close to where you were searching. I see. Well, the important thing is that you finally caught her. Did you suffer many casualties? You're not going to believe this, but she didn't even put up a fight. She had no escort either. Okay. Well, what about her Master Core? Was it recovered? Sorry. They only briefed me on the basics. For now, Deadeye's getting ready to make his victory speech out in the plaza. In the meantime, I've been ordered to set up a defense perimeter around the outside of the city. So I'll be out of town for a while. I imagine Deadeye will announce what he intends to do with the Lord during his speech. You'll have to let me know how it goes. Anyway, until next time. Da ist doch irgendwas faul. A Renan Lord surrendering without a fight? Something doesn't add up here. I'm afraid I can't say I know much of her lordship personally. There's a lot about this that doesn't make sense. The Master Core is a concern too. Let's stick around like Bayfon suggested and see what happens. We don't leave until we get to the bottom of this. Ja, besser ist das, ne? Geh erstmal ins Inn und dann, wenn ich frei rumlaufen darf, quatsch ich mal mit allen. Deadeye has in store for Almadria. For now, let's wait at the inn until he gives his victory speech. Okay, dann rede ich zuerst mit den Leuten, bevor ich ins Inn gehe. Deadeye ist der eigentliche Held, auf ihn kann man sich echt verlassen, im Gegensatz zu diesem traurigen Beispiel eines Daneas hier. Meinst du mich? Oder was soll das heißen? Ich frage mich, was sie mit Almadria, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, habe ich vergessen, wenn sie überhaupt den Namen schon mal erwähnt haben, in gesprochener Form, vorhaben. Also ich frage mich, was sie mit Almadria vorhaben, nachdem sie hier jetzt gefunden haben. Sie werden sie nicht am Leben lassen, so viel ist sicher. Was immer sie machen, ich hoffe, sie lassen sie leiden, bevor sie ihren Gnadenstoß versetzen, sie so spüren, was sie uns angetan hat. Das hört sich nicht gut an. Ich bin mir sicher, Deadeye wird bekannt geben, was er mit Almadria vorhat. Ich wette, es wird gut, das will ich auf keinen Fall verpassen. Ich weiß, ich kann mir glaube ich denken, was passiert. Aber egal. Deadeye hält einen großen Ritter auf den Hauptplatz. Ich bin so gespannt. Es fühlt sich an wie eine neue Ära, Mark, für Mark sah und es wird toll. Die freuen sich alle und im Endeffekt wird es wahrscheinlich große Scheiße werden. Wir haben Almadria nicht endlich gefangen genommen. Das sollte die Leute zum Schweigen bringen, die hinter dem Rücken schlecht über Deadeye reden. Ich wünschte, Deadeye würde sich beeilen und endlich seine Siegessprache halten. Das ganze Reich ist gespannt wie ein Flitzebogen. Wahrscheinlich wird er verkünden, ja, wir haben uns besprochen und sie wird weiterhin Lord sein und ich werde irgendwie ihr Untertan oder so ein Quatsch. Und ihr seid alle wieder Sklaven. Wir haben vielleicht Almadria geschnappt, aber unsere Arbeit fängt gerade erst an. Wir müssen ein ganzes Reich neu aufbauen. Oder, wie gesagt, es wird wahrscheinlich eine Falle sein von Almadria. Und alles wird den Bach runtergehen. Gute Neuigkeiten. Der Anführer der finsteren Schwingen hat endlich diese miese Almadria gefunden und sie dingfest gemacht. Ich habe gehört, dass wir ein großes Festessen aus all dem Essen und Trinken abhalten, das die dummen Strahlaugen für sich gebunkert hatten. Ich kann es kaum erwarten, ich werde essen und trinken wie noch nie. Tja, jetzt müssen wir keine Windmühlen mehr von Hand antreiben, wenn kein Wind weht. Dass ich das noch erleben darf. Ich wünschte nur, meine Eltern wären bei mir, um sich mit mir zu freuen. Oh. Das ist aber schade. Da kann ich sowieso nicht lang. Everybody's so excited. They can hardly be blamed when they've apprehended an enemy leader. That said, yeah, isn't there some way to calm them down? Warum wurden wir vom Wachdienst am Hauptplatz abgezogen? Warum dürfen wir Deadeye's Siegesansprache nicht wie alle anderen anhören? Ich hoffe, es betrifft nicht nur uns. Es scheint so, als würden die alle außen vorgelassen, die je ein schlechtes Wort über Deadeye verloren. Aber das ist nicht fair. Wir haben genauso hart gekämpft, um Mark Saar zu befreien. Lass uns mit Bayfon reden. Vielleicht kann er uns helfen. Ja, Bayfon, der wurde auch nach draußen geschickt. Das ist doch alles scheiße. Da passiert doch was. Die finsteren Schwingen haben wohl irgendeine große Ankündigung, die sie auf den Hauptplatz machen wollen. Sie wollen nur ihre eigene Macht über Mark Saar festigen. Geh hin, wenn du willst, aber ich spare es mir. Nein, danke. Man sollte meinen, sie hätten Wichtigeres zu tun. Ich gehe nochmal hier kurz über die Brücke, um zu gucken, ob die Leute hier was zu sagen haben, aber ich
Ich stehe stark davon aus, dass die hier in dem Teil des Dorfes, Stadt, was auch immer, nichts zu sagen haben. Oh, hier. Hallo, ich möchte hier reden. Kommt mit zum Hauptplatz, Kinder. Wir feiern zum allerersten Mal als Reich gemeinsam. Es gibt auch jede Menge leckeres Essen. Das wird eine richtige Sause. Juhu, das wird bestimmt toll. Ich will mit. Ich will hören, wie der finsteren Schwingen diesen großen bösen Lord geschnappt haben. Ich will auch mit. Wir können Deadeye sehen, den Helden von Mahak-Zaar. Ja, irgendwie glaube ich, das eher weniger. Deadeye hat Almedrea endlich gefasst. Ich bin Idiot. Ich wusste immer, dass er sie früher oder später schnappen würde. Deshalb ist er für Danea überall ein Held. Er vollbringt wieder und wieder das Unmögliche. Nehme ich überhaupt auf? Ja, nehme ich. Dachte gerade, ich würde nicht aufnehmen. Ich frage mich, ob sie mir erlauben, die Flagge zu hissen. Wir haben endlich die echte Almedrea geschnappt. Jetzt hauen wir diese Statue in Stücke. Die ist doch schon kaputt. Wir sollten hier eine neue Statue von Deadeye errichten. Das wäre ein passendes Symbol für den Wandel in unserem Reich. Ja, irgendwie glaube ich nicht, dass alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist, wie ihr alle glaubt. Ich habe in meinem ganzen Leben nie viel besessen, also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Was nehme ich bloß? Ich glaube, ich habe viel zu tun, um zum Hauptplatz zu gehen. Ich werde später meinen Freund fragen, wie es war. Ja, ich glaube da immer noch nichts von, was sie hier erzählen. Also, dass das irgendwie was Gutes auf sich hat mit Deadeye. Warte, da sind noch Leute hier in der Ecke. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich habe vor, erstmal die Füße stillzuhalten, bis sie diese ganze Aufregung gelegt hat. Ich will damit nichts zu tun haben. Habt ihr gehört? Sie haben Almedrea endlich gefasst, aber jetzt wird Deadeye noch überzeugter von sich sein. Ich frage mich ehrlich, was der jetzt vorhat. Wie gesagt, entweder wird er jetzt die zweite Hand von wie hieß sie nochmal? Almedrea oder so? Oder Almedrea tritt allen Dorfbewohnern in den Hintern. Was ist denn los? Wenn ihr bis der am Siegesansprache nichts zu tun habt, könnt ihr hier warten. Ich stelle euch gerne ein Zimmer zur Verfügung. Soweit es Zeit für die große Event ist, komme ich euch holen. Wir warten im Zimmer. Ich hätte mich auch ausruhen können, aber ich glaube, wir ruhen uns sowieso aus, ne? Okay, der Jingle kam nicht, deswegen glaube ich nicht, dass wir ausgeruht waren. Ja, die Stadt könnte in Ruinen sein. The people have risen from the ashes. This is the place Beifun said Deadeye would reveal the Lord's fate. I wonder what he'll do to her. Well... Was ist da los? Oh, Anime-Sequenz. Is that... Yes. It's Lord Almedrea. Chimeras. Please stop! No good can come of such hatred! Stop or there'll be no turning back! Is this supposed to be justice? Alter, das kann er nicht machen. Der kann die nicht wirklich da verbrennen. Hä? Why now? You don't think that. The fruit of Helgen. Oh nein. Die werden alle sterben. Oh,
Motorzykeln und... Was? Oh nein. Willst du mich verarschen? Aber wieso erstmal verbrennen von ihr? Sie wusste von Anfang an Bescheid. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Alter. Alter. I did warn you, did I not? Nothing good can ever come of such nasty hatred. Jetzt hat die mega viel Astralenergie. War das das ganze Dorf? Das ganze Nies. I found you at last. Was? Rinwell? Rinwell? Was ist da los? What do we have here? Could it really be the witch from Dana? Honestly, I thought I had wiped all of you out of existence back then. I guess there was one survivor after all. Hey, Rinwell! Shut up! This is the only thing that's keeping me going anymore. Stay out of my way or I'll kill you! What the fuck? Rinwell. I'll kill you. I swear it. I will kill you! Jo, was machst du da? For his father? Don't I deserve that as much as you? Move aside. If you don't, then I'll blast you again. Was ist hier überhaupt los? So sorry. I'm afraid that I can't let you do that. No way. I can't let you kill her. Not while your face is full of the same hatred as those people who died. You saw what she did. What are you saying? She should just get away with it all? You're right. Rinwell, I don't know what I'm doing. But still, I know it's wrong. If you go through with this, I know you'll regret it. I'm sorry. I am. Forgive me. I can't.
can't believe you. You, of all people. Of all the people. Himmel, nein! Wenn Loy jetzt tot ist. Meine Fresse. Das wird doch los sein können. Is your little show quite finished? Why, you... For many years of my life, I devoted myself to the study of astral arts. But the knowledge I took from your family was truly enlightening indeed. For that, you deserve a reward. I shall allow you to taste one of the fruits of my labor. Oh man, was passiert jetzt? Alter. Ein Dinosaurier. To form new hellish compositions. That is what I do best. Now behold. Okay. Ich muss mich mal anders hinsetzen. Sorry for almost. Warte, erstmal auf den Kern. Ist das der Kern? Kann ich kurz die Kamera. Hey, not like it's the first time. Come on, we need to take her down. Okay. Not on my watch. Dragon Swarm! Right. Can't get out of this. Hit a word. Oh, ich bin ein bisschen verwirrt. Also nicht verwirrt, sondern gestunt. Das wollte ich sagen. Ich bin in Real Life verwirrt anscheinend. Und was war das? Die ganzen Leute sind alle gestorben. Jetzt rennen wir das fast vor Rache. Und Loa hat sich beinahe geopfert. Also, und dann kommt hier so ein Dinosaurier. Also, was ist hier überhaupt los? Oh, kacke. Ist der Hurricane, also der Tornado von dem Drachen gewesen, oder? Okay, ich musste mich gerade heilen lassen. Ich bin ein bisschen am Scherben, Shion, wie wär's? Danke. Bin ich wieder tot? Ich glaube, der Sturm, da würde ich nicht rein. In den Tornado. Trank des Lebens. Weg hier, weg hier. Wo ist der Sturm? Okay, erstmal hier. Nein, nein, nicht da. Weg hier, weg hier. Wieso machst du weiter? Weil ich nicht canceln kann, glaube ich. Ich kann, glaube ich, den Angriff nicht canceln. Wenn ich den, ja, wenn ich den Transform mache, dann muss ich den durchziehen, glaube ich. Okay. Tornado. Mann, ey. So, hau ab. Du hast gerade gestorben. Wie viel HP haben wir denn noch? Ich setze trotzdem den Trank des Lebens ein. Ich bin wieder gestorben. Also, was ist das? Hab ich zu wenig Leben oder hat er zu viel Angriffskraft? Okay. Danke für die Wiederbelebung, Shion. Die ging in die Hose, weil ich mich vorher geheilt habe.
wir sollten nicht auf den Schwanz gehen, weil ich glaube, das ist eine Finte von ihm. Aber ich gehe trotzdem jetzt auf den Schwanz. Weil der Schwanz macht andauernd Angriffe. Also da ist entweder der Tornado oder der schlägt mit dem Schwanz oder sonst was. Weg hier. Weg hier. Ich war wieder paralysiert für einen Moment. Nee, das wollte ich eigentlich verwarnen, aber nach der Gewohnheit hat mich das einfach einsetzen lassen. Geh mal auf die Zunge so lang. Der Tornado da wütet. Okay. Okay, ich heile mich mal kurz, weil sie das anscheinend nicht macht. Switching up its movements. Watch out! Magic is denied. No further. That freaking does it. Weg hier. I really owe you one. Ich muss mich mal kurz heilen. Okay, wir haben noch genug HP, würde ich erstmal sagen. Ich glaube, jetzt sollten wir auf den Schweif gehen. Weil er jetzt, so wie es aussieht, eher aufs Maul geht. Also mit seinen Angriffen. Obwohl, er macht immer noch Schwanzangriffe. Keine Ahnung. Wir warten mal, bis der Magie einsetzt und setzen hier Rindel ein. Aber ihn können wir auch nicht einsetzen. Kacke, ich hab einen Kreis gesehen, aber das war in Wirklichkeit Gions Kreis, dass sie da was einsetzt. Weg hier. Okay. Scarlet Inferno! Das hat ja nicht so viel gemacht, wie ich gehofft hatte. Die Kamera ist gerade ein bisschen kaputt. Weg hier. Ich muss irgendwer muss mich heilen. Ja, und irgendwer bin ich anscheinend. Weil Shion beschäftigt ist. Weg hier. Dass wir noch den komischen Helm noch nicht gebrochen haben. Da ist es. Also wo ich es sage. Hat er auch, ne, weil sie gesagt hat, sehr große Tail, dachte ich, er hätte tatsächlich den kompletten Schwanz verloren. Wir sollten jetzt auf Small gehen, aber erstmal ausweichen, weil da ist ein dicker Laser. Er ist gleich down. Dauert nur noch ein bisschen. Und da. Okay, ich bin down. Ich habe auch keine. Wie viel HP haben wir noch? Okay, dann setze ich ein Orangengelee ein, damit Shion mich heilen kann. Oder ich wechsle, glaube ich, nochmal. Oder ich wechsle nicht zu Dualin. Okay.
on them. Dragon Swarm! Not in your dreams. In a bind. Gemini Aqua. Now you see what I can do. Komm, sterb. Wo greifst du an? Alfred, hör auf. Bitte. You picked the wrong fight. I'm out of ammo. Lightning can send. First blade. Cover the captain. Pierce through. Hör auf, bitte. Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt zum Springen. Ich vollidiot. Deswegen habe ich die ganze Zeit Arzt eingesetzt. Ich vollidiot. Er hatte kaum Leben und ich bin nochmal verreckt. Das ist doch so ein Kacke. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht direkt gegen sie kämpfen. Ist everyone all right? Yeah. But our major got away. Rinwell, are you? What the hell happened here? Bayfon, is that you? Thank goodness you're okay. I've been outside the city this whole time, but I sensed a disturbance in the wind and decided to turn back. What happened here? Where is everybody? All Madria's handiwork. She allowed herself to be captured so she could rile up the Danans into a frenzy and rob them of their astral energy. She wiped out almost everyone in the plaza. Including Deadeim. Deadeim's dead. Everyone. And the Darkwings. Almost all of our companions in the Resistance. How could this happen? Regardless of what she had to gain, what kind of person would do something like that? If she managed to find kinship in Kel'Zalik, then I'd say the very worst kind. It's clear now that she used Menencia as a testing ground for the fruits of Helgen, before using them here. So everything that led up to this moment was all a part of her plan. Once she knew they'd eaten enough tainted food, she just needed to get herself caught. We have to go after her. Balseth and Ganabelt were horrible, but Almadria makes them look like saints. I doubt she's really gone back into hiding. We have to put an end to this once and for all. Yeah, what she's done can't be forgiven. I don't know what to do. I saw what hatred did to those people, but hating her is the only thing that's kept me going. I can't just stop hating her. What am I supposed to do? Tell me. Smile at her from across the battlefield? Apologize while we fight her? I don't know if I can do that. Rinwell. Nobody can understand what you've been through. We can't even begin to imagine the pain you've experienced. But if hate is what has kept you going ever since that day, then let it be your strength. However, think about this. When you've had your revenge, when we've beaten Almadria, then what will you do? Huh? I'm saying you're going to have to find a way to survive once that hatred is gone. When it is, what do you plan on doing then? I don't know. I've never thought about it before. Almadria's death doesn't have to be your end, too. You need a reason to live, Rinwell, not an excuse to die. Understand? She's right. We could never truly know the pain that Almadria has caused you. But I think you should listen to Shion. Give yourself time to consider things. And if it's too much right now, it's okay for you to sit this one out. No. My head might be a mess right now, but I'm not letting you fight Almadria without me. I need to be there. Please. That much I do know. I'm going with you. And on the road, I'll think about it. A reason to live without hate. That said, it'll be no good chasing after her blind with no idea where she went. Bayfon, do you have any ideas where she might have gone? I can't say for sure,
But west of here is an underground harbor along a cliff near the coast. She spent years building a ship there. A floating fortress that she called her castle on the sea. No one quite knew why she wanted the thing. But now... Of course. She's already effectively destroyed her own capital. It's likely she planned to abandon her realm as well. Right. That's as good a lead as any. Let's go. Sie will abhauen? Okay. Law interveniere. Mit maximaler L. Und Rache hat noch nie etwas Gutes hervorgebracht. Eine Lektion, die Laura Rinwell vermitteln wollte, dass er sich zwischen sie und Almedria stellte. Aber hat er nicht selber Rache genommen an Ganabelt? So ein bisschen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das zu Ende ging. Im Kampf zur Befreiung von Nies sind viele Leute gefallen, aber das ist nicht im Vergleich zum Leid, das sie hier ertragen mussten. Oder deinem.